Ja, 8-0 Endstand gegen den TuS Rumbeck. Ich denke, ein eindeutiger Sieg heute hier auf der neuen Anlage. Maurice, erster Heimspiel auf dem neuen Platz, 2 Tore. Ich würde sagen, Einstand nach Maß für dich heute. Ja, persönlich auf jeden Fall. Ich denke auch für die Mannschaft, 8-0 hier auf dem neuen Platz ist natürlich auch für die Zuschauer richtig toll. Da gilt es auf jeden Fall dran aufzubauen und ja, vor allen Dingen jetzt erstmal ein neuer Platz, dran gewöhnen. Aber das sollte hier wirklich eine Festung werden für uns alle zusammen. Hier oben an unserer neuen Spielstätte. Natürlich ein persönlich guter Einstand, keine Frage. Hätten es heute noch das ein oder andere Tor mehr sein können oder müssen sogar? Ja, hinterher hat man gesehen. Ich denke mal, bei uns ein bisschen war noch, ja, dachten ein paar vielleicht oder jeder im Team, ja, da ist ein bisschen die Luft raus. Aber ich denke mal, mit dem 8-0 können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Kann natürlich immer noch mehr sein. Ja, Chancenverwertung, hätten wirklich noch ein paar Buden vielleicht mehr machen können, Offensivspiel. Aber ja, so kann es auf jeden Fall gern weitergehen. Kleiner Ausblick für nächste Woche. Ich denke, da erwartet uns ein anderer Gegner und ein anderes Spiel in Assinghausen oder Asvivu. Ja, was zählt da? Was man heute vielleicht ein bisschen vermisst hat? Ja, ich denke mal, in Assinghausen auf dem Rasenplatz, das wird ein anderes Spiel. Ne? Das wird mehr über den Kampf kommen. Da, ja, wie Ralf vorhin gesagt hat, wird mehr Männerfußball gespielt. Da geht es über Zweikämpfe. Müssen wir dann auch zeigen, dass wir mentalitätsstark sind und zweikampfstark. Und ich denke mal, darüber müssen wir dann auf jeden Fall in Assinghausen kommen. Gepaart mit unserer Qualität müssen wir auf jeden Fall da auch 3 Punkte holen. Alles klar, ich würde sagen, jetzt trinken wir noch das ein oder andere Bier auf den Sieg und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Maurice, danke dir. Bitte.